Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Paper Mario. Nope, nope, nope. Wir werden in der heutigen Folge die staubtrockenen Ruinen abschließen. Potenziell in den ersten 10 Minuten. Ich versuche es in den ersten 10 Minuten dieser Folge zu schaffen. Ich meine, ich will jetzt nichts überhasten oder so, aber es würde mich reizen. Das ist so eine kleine Challenge für mich. Habe ich noch einen Ruin? Ach ja, ich habe den Schlüssel. Hier ist er. Scheiße. Wie gesagt, wir werden diesen Raum nochmal sehen, ne? Zum Glück sind die Gegner hier gerade raus. Passiert halt, wenn man sich doof anstellt. Er hat halt schon wieder völlig vergessen, dass ich noch den Ruinenschlüssel habe. So, und hier haben wir wieder eine Kammer voll Sand. Das Land voll Sand. Und jetzt verschwindet dieser schöne Raum da unten im Sand. Aber wir können drüber laufen. Nicht drüber stolpern. Diesmal... Ah, ja. Ich weiß, woher er diesmal kommt. Nicht aus dem Bild, er liegt nicht drunter. Woher kommt er dann? Mondstein. Und auch hier machen wir wieder kurz einen Prozess. Und man, wenn ich daran denke, dass ich früher schon Weichen hier am Kampf hing, gut. So. Jetzt haben wir alle drei Steine. Und müssen diese nur noch hier einsetzen. Und gleich kommt wieder eine richtig tolle Cutscene. Der Musikwechsel. Gibt's nicht auch was zum Freispringen? Nee. Dies ist die letzte Warnung. Genug mit dieser Narretei. Verschwinde sofort. Komm ich hier nicht nochmal einen Heilblock? Nee. Du hast all diese gruseligen Warnungen ignoriert. Hast du denn nicht genug Hausverstand, um dich zu fürchten und davonzulaufen? Was ist los mit dir? Leg dich nicht mit Tutankhopa, dem getreuen Diener von König Bowser, an. Ich meine, du sollst es bereuen. Nehmen wir Paracarry. La, ha, ha, ha. Komm schon, fass
Beiß den Eindrilling! Beiß ihn die Eier ab! Das einzige Mal, dass man hier einen vernünftigen Ketten hat. Wobei. Ach, schade. Mitglied wechseln. Bare Carry macht halt nichts gegen den Kettenhund. Und er bewirft mich mit Käfern. Aber ich glaube, der sagt was, wenn ich den Kettenhund oben boxe. Deswegen versuche ich den erstmal Platz zu machen. Na, ich bin ein Meister der Magie. Sieh her und staune. Wie viel Schaden mache ich damit? 1. Oh, der hat nur 4 Lebenspunkte. Krass. Well. Dann kann ich wieder mit Bombette nichts machen. Dann nehme ich wieder einen Power Dart. Wow, ich bin so unfähig. Sechs Minuten. Wir schaffen es in unter 10 Minuten, das sage ich euch. Das Problem ist, ich brauche 3 Blütenpunkte für den Power Dart. Deswegen mache ich hier mit Paracarry auch nur einen Luftangriff. Autsch. Was machst du? Das tut weh. Ich bin ein König der Wüste. Du bist sehr unhöflich. Nimm dies. Fast schon. Ich wusste gar nicht, dass er einen zweiten hat. Könnte ich eigentlich Punkte mitfarmen. Ich bin so unfähig, meine Fresse, das ist unglaublich. Nice. Aber nehmen wir wieder Honigsirup. Rückerstattung. Oh, easy. 8 Minuten 39. Nice. Nein. Komm her, Chompy. Ah, was machst du? Hilfe! Kapitel Ende. So förderten Mario und seine Freunde das Geheimnis der staubtrockenen Wüste zutage. Tutankhopa, der böse Zauberer, hat seinen Meister gefunden und die edle Mamare wurde befreit. Doch warten noch viele gefährliche Abenteuer auf Mario. Das Schlimmste steht ihm noch bevor. Was bringt die Zukunft für Mario und seine Freunde? Wohin wird sie ihre Reise als nächstes führen?
speichern und weiter natürlich. Wir haben nur 10 Minuten. Wie geht es euch, Prinzessin? Nichts macht mich glücklicher als ein Lächeln von euch, Peach. Tja, Pech gehabt. Ich bin in ziemlich schlechter Stimmung, du Monster. Alle meine Gäste sind deine Gefangenen. Du bist die größte Katastrophe, die jemals unser Königreich befallen hat. Ich sage dir was, ich werde erst lächeln, wenn alles wieder so ist, wie es war, bevor du aufgetaucht bist. Oh, das ist ganz schön viel verlangt. Ihr wisst, dass ich das nicht tun kann. Mario, dieser Heini, hat soeben die Koopa-Brüder und Tutankhamun geschlagen. Gut, sie waren zwar absolute Schwachköpfe, aber sie waren mir treu ergeben. Diesen Akt der Respektlosigkeit kann ich Mario nicht verzeihen. Doch diesmal muss er sich dem unbezwingbaren Koopa-Blubber stellen. Er ist die stärkste Kreatur, die ich kenne, nach mir. Ihr solltet Mario ganz schnell vergessen. Eure Boshaftigkeit. Wir haben ein Problem. Was ist los, Kami Koopa? Was ist geschehen? Du bist ja völlig außer dir. Was? Der Stern ist aus Tobalbubas Schloss entkommen? König Bowser, bitte dämpft eure Stimme. Prinzessin Peach kann euch hören. Ja, die steht neben dir. Weiß ja kein Flüstern, und sie hört's. Ja, stimmt. Berichte mir die Einzelheiten woanders. Twink, hast du das gehört? Jedes einzelne Wort. Der Stern muss entkommen sein. Hast du gehört, dass es die... Was, dass er dieses Tobba-Blubber-Ding unbesiegbar macht? Meine Fresse, ey. 1 Euro in die Strafkasse jedes Mal, wenn ich mich verspreche. Da bin ich am Ende der Woche reich. Na gut, ja. Na, ich bin dann am Ende der Woche erstmal arm. Wenn ich die Kasse plündere, bin ich reich. Haha. Das klingt nicht gut. Glaubst du, Mario kann dennoch gewinnen? Wir sollten versuchen, etwas über Tobba-Blubber herauszufinden. Wenn wir etwas finden können, irgendetwas über eine Schwachstelle, könnte das für Mario die Rettung sein. Gute Idee. Dann gilt es, keine Zeit mehr zu verlieren. Wenn wir in diesem Raum bleiben, werden wir nie etwas in Erfahrung bringen. Klassik. Ich glaube, diesmal sehen wir noch die Animation. Oder? Sehen wir die noch? Danke. Genau, diesmal sehen wir es noch. Ich glaube, die folgenden Male irgendwann ist es dann so, dass wir in den Gang reingehen und hier rauskommen. So nach dem Motto, du weißt, wie es abläuft. Okay, ein Tagebuch haben wir hier nicht. Das heißt, wir müssen raus auf den Gang. Draußen stehen noch immer die Wachen. Sei vorsichtig, damit du nicht gesehen wirst. Ah, ich glaube, das ist der Teil, bei dem wir in die Bib müssen. Ja, genau. Hier stehen auch Wachen. Vermutlich auch noch ziemlich viele. Wir müssen ganz besonders vorsichtig sein. Als ob die mich nicht sehen. Na, scheiße! Den hatte ich vergessen. Was? Prinzessin Peach? Ihr wisst, dass es euch nicht erlaubt ist, euer Zimmer zu verlassen. Es tut mir leid, aber ich muss euch zurückbringen. Oh, den hatte ich voll vergessen, dass der da steht. Weißt du, ich bin die Prinzessin und Bowsers größter Schatz. Barf erstmal auf den Boden schmeißen. Bist du in Ordnung, Prinzessin? Haben sie dir wehgetan? Ich bin in Ordnung, danke, Twink. Das war einfach nur dumm. Ich muss vorsichtiger sein. Nächstes Mal wirst du es schaffen, Prinzessin. Ja, ab jetzt. Genau das meinte ich. Na, da war ich jetzt ein bisschen zu ungeduldig.
Und ein bisschen dumm. Ich hatte halt wirklich vergessen, dass die da, die eine Wache da noch steht. Muss halt warten, bis der mir vorbeigeht. Da muss ich mir auch den Orden holen. Kampfwut. Und beinahe hätte ich es wieder verkackt. Mann, wechselt die schnell die Position. Hey, hast du schon von Meister Tupaloro gehört? Man erzählte, dass er es liebt, Geister zu verspeisen. Geister wie? Meister Tupaloro. Er lebt tief im Nimmernimmerwald, oder? Ich glaube, er bewacht dort einen der Sterne. Ja, Meister Tupaloro lebt in dem Schloss über der windigen Schlucht. Ich hörte, nahe des Schlosses liegen eine Villa und ein Dorf voller Geister. Soviel ich weiß, geht Meister Tupaloro manchmal dorthin, um Buhus zu fangen. Und wenn er einen gefangen hat, schluckt er ihn hinunter mit dem Kopf zuerst. Oh Mann, das ist so gruselig. Jetzt traue ich mich nicht mehr, nachts allein aufs Klo zu gehen. Und ich werde Albträume bekommen. Warum musstest du mir das alles erzählen? Ich hörte auch, dass Meister Tupaloro unbezwingbar sein soll. Niemand kann ihn verletzen. Man kann ihn nicht mal ankratzen. Er ist vielleicht sogar stärker als König Bowser. Stärker als König Bowser? Komm schon, das ist unmöglich. Selbst Meister Tupaloro muss einen Schwachpunkt haben. Jeder hat einen. Ja, du hast sicher recht. Ein anderes Gerücht besagt, dass Tupaloro ein Geheimnis hütet. Es wäre sein Ende, wenn es jemand lüften würde. Ich wette, es hat mit seiner Vergangenheit zu tun. Ich hörte, dass er früher alles andere als stark gewesen ist. Sch! Was, wenn Tupaloro dich hört? Er würde uns beide verschlingen. Aber dennoch, was glaubst du, könnte wohl sein Geheimnis sein? Ich weiß es nicht. Niemand weiß es. Deswegen ist es ja ein Geheimnis, du Halbhirn. Ting, Tupaloro hat also doch einen Wundenpunkt. Wenn wir ihn nur herausfinden könnten. Wie? Hey, hast du auch gerade jemanden sprechen gehört? Glaubst du, jemand weiß, dass wir hier faulenzen? Oh nein, Prinzessin Peach, wie seid ihr hierher gekommen? Es tut mir leid, das tun zu müssen, aber ihr müsst sofort zurück auf euer Zimmer. Nein! Oh nein! Oh. Danke, Mario. Endlich kann ich in den Sternhafen zurückkehren. Mein Name ist Mama. Es freut mich, dich persönlich kennenzulernen. Du hast noch einen langen Weg vor dir, aber ich weiß, dass du Prinzessin Peach befreien wirst. Ich werde alles tun, um dir zu helfen. Hier, nimm dieses Geschenk. Marios Steinkraft erhöht sich auf 2. Mario erhält die Steinkraft Wiegenlied und Gegner schlafen ein. Wiegenlied lässt alle Gegner in tiefen Schlummer sinken. Eine Fähigkeit, die ich, glaube ich, in allen Runs bisher einmal genutzt habe. Ruf mich, wenn du in Gefahr bist. Glaub an mich, Mario. Meine Kräfte sind gewaltig. Denn ich bin einer der hohen Sterne. Unsere Kräfte werden stärker. Mach nur weiter so, Mario. Du musst die anderen Sterne so schnell wie möglich retten. Ich kehre einstweilen in den Sternhafen zurück. Wie es wohl meinem geliebten Sternhafen ohne den Sternstab gegangen ist. Auf Wiedersehen, Mario. Ich gehe nun. Also, das Nützlichste, was ich von Mama erhalte, ist halt wirklich die Sternenkraft. Beziehungsweise die Sternenergie. Die Kraft ist nutzlos. Weil ich nutze nicht mal Schäfchen. Wie viel kostet das eigentlich? Heißt es hier irgendwo? Nee, das sehe ich nicht. Aber ich glaube, die kostet sogar 2... Boah, jetzt halt kriege ich wieder Schluck auf. Ich glaube, die kostet sogar 2 Sternenergie. Nee, halt nicht. Ne? Nutze ich halt lieber 2 Nobelstar, das ist nützlicher. Gut, das wird für heute gewesen sein. Ich gehe was futtern. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.